Ringfrei zur ersten Runde, First Round. Schubert, der größere Mann. Habert mit sehr schöner Beinarbeit. Er holt sich hier die Ringmitte, den Käfig Mitte, kommt mit der rechten direkt nach vorne. Wieder mit einer rechten, beide super. Oh, wilde Schwinger hier von Schubert. Gefährliche Bomben, gefährliche Bomben. Schafft es immer wieder, Habert hier zu stellen. Schubert setzt hier gut seine Reichweite ein, hat das Kinn zwar etwas weit oben, aber fühlt sich relativ selbstbewusst, selbstsicher eigentlich im Striking. Ja, hat die längeren Hände, wird da aber abgefangen mit dem Kick und zu Boden gebracht. Schön den Kick abgefangen, jetzt ist die Frage, ob er wieder nach oben kommt. Habert sichert hier sofort die Position, gut gemacht. Bleibt da drauf wie eine Decke, sichert sich sofort den Rücken auch. Habert sichert nicht nur die Position, sondern arbeitet weiter an der Position. Das ist das Gefährliche dabei. Sehr schön. Schubert löst die Situation hier. Beide befinden sich jetzt in einem Ringerclinch. Und Habert hakt sich jetzt wieder hier in den Rücken ein. Oder versucht es zumindest. Schubert. Ja, wenn der Schiri nicht unterbricht, müssen beide weiterkämpfen. Das war zwar ein Knie in die tiefe Gegend unter der Gürtellinie. Jetzt behaken sich beide mit Knien und Schlägen. Keiner kann hier aber wirklich eine Position etablieren, also den anderen an den Käfig halten. Schöner Ellbogen von Schubert. Ellbogen? Da gab es einen Ellbogen, die eigentlich nicht erlaubt sind. Nicht erlaubt ist, ja. Das dachte ich nämlich auch gerade. Bei We Love MMA. Schöner Shoot, schön getimt. Schubert kommt nach vorne mit dem Schlag. Und Habert kontert ihn ab mit einem Wurf. Gut, gutes Striking. Ebenbürtige Gegner, das gefällt mir. Das ist sehr gut gerade. Ja, ausgeglichenes Duell bislang. Ja, physisch mit technisch. Leichten Vorteilen bei Schubert. Schubert, ja, sehe ich auch. Ja. Aber es ist trotzdem ein spannendes Duell. Es ist die Frage, ob Habert jetzt die Pace, also die Geschwindigkeit, Kampfgeschwindigkeit beibehalten kann. Schubert ist etwas dominantere Kämpfer, da er von der Cage-Mitte aus heraus das Geschehen gestaltet und die besseren Hände drin hat. Wieder dieser Clint, schönes Knie gelandet, aber er muss aufpassen, dass er nicht nochmal so einen Ellbogen abfeuert. Die sind in vielen Organisationen erlaubt, hier bei We Love MMA allerdings nicht, zumindest nicht zum Kopf im Stand. Oh, schön den Rechte getroffen, zwar mit keinem Wumms, aber sauberer Treffer. Ja, der Schwinger von Habert einfach zu weit, immer offen für Konter. Angeklingelt, ja, nicht kurz angeklingelt, aber er ist runtergegangen davon. Takedown-Versuch jetzt hier von Habert. Habert macht das sehr gut. Holt sich immer wieder die Takedown-Eingänge in der Kontersituation. Ja, aber Schubert mit dem Underhook zieht ihn sich auf, verteidigt damit den Takedown, dreht ihn zum Käfig, alles richtig gemacht. Gut eingestellt hier der Kämpfer vom MMA-Team Dresden. Ja, das ist bisher das technisch ausgeglichenste Duell des Abends. Oh, schön. Mit der rechten zum Körper angetäuscht und mit der linken zum Kopf gezogen. Aber Schubert lacht darüber, freut sich darüber über die Versuche seines Gegners und geht weiter hinterher. 1:30 noch in der ersten Runde. Oh, Habert wird zu Boden gebracht. Schöner Eingang zum Ground and Pound. Und Schubert versucht hier sofort zu finishen mit dem Ground and Pound. Die Halle jubelt schon. Ja, aber Habert kommt nochmal auf die Beine. Gut macht gemacht. Gut. Geistesgegenwärtig aufgestanden. Ja. Da hätte Schubert mal lieber noch ein bisschen die Position gesichert, aber versucht ihn hier mit dem Single Leg zu Boden zu befördern. Lässt los. Und beide jetzt hier in einer engen Gamze. Oh, sehr schön. Harte Treffer von Schubert, aber schöne viel ging auch daneben. Schöne Kopfbewegung von Habert. Versucht jetzt wieder den Takedown. Oh, schön. Gut. Kraftarbeiter. Die letzte Minute läuft hier. 35 Sekunden noch. Bislang ist es eine Runde für Schubert, aber Habert liegt hier in der Halfguard, kann hier nochmal ein Ausrufezeichen setzen, um die Runde zu stehlen. Und Habert jetzt nochmal sich in eine gute Schlagposition bringt und es nochmal regnen lässt, kann er ihm quasi die Runde noch stehlen. Ja, da hat er noch 20 Sekunden Zeit und Schubert macht eigentlich genau das Richtige. Er klammert, sodass Habert keinen Schaden verursachen kann oder keinen Mauernposition.
Ja, Schubert macht es jetzt den Ringrichtern, den Punktrichtern noch relativ schwer. Ende der ersten Runde. Haben wir den Ansatz zum Schluss. Ja, tatsächlich nochmal eine enge Runde geworden jetzt hier zum Schluss. Ja, aber ich denke fast, dass man sie ja nicht Schubert geben muss. Er hatte über weite Strecken die Vorteile, aber starkes Finish für Habert. Wir schauen uns die Highlights nochmal an. Vielleicht hilft uns das bei einer Beurteilung ein bisschen weiter. Ja, dieser Kick war der Fehler, den hat er abfangen lassen. Und schon landete er da auf dem Boden, Martin Schubert. Ja, Habert wird vermutlich in der zweiten Runde versuchen, den Kampf direkt auf den Boden zu bringen. Ja, muss. Denn da sah er besser aus, da sah er viel besser aus. Schubert hat im Stand die Akzente gesetzt, die Punkte gemacht. Und da. Seconds out, Betreuer aus dem Ring, seconds out, please. Jetzt wird es interessant, was sagt die Physis? Ja, wer hat jetzt die meisten Körner im Tank? Beide Ecken, seconds out. Kann Habert hier den Kampf direkt auf den Boden verlagern oder wird Schubert wieder im Stand dominieren? Sah da wirklich sehr, sehr gut aus in der ersten Runde, zumindest hey, in der ersten Runde. Ich würde vorschlagen, ein bisschen Bewegung in die Hände, Runde. Das ist doch eine harte Arbeit. Und Schubert fordert das Jubel ist noch nicht auf, der hat Bock, der hat richtig Lust darauf. Ring frei zur zweiten Runde, second round. Na, die Halle hier voll in Dresden. Die wollen den Lokalmatador natürlich siegen sehen. Und jede Runde beginnt im Stand. Das ist ein Vorteil für Schubert. Oberhand. Gut abgekontert. Habert muss versuchen, mehr aus der Schlaghand rauszuzirkeln. Das tut er jetzt hier auch und darf sich vor allem nicht so viel stellen lassen. Hier ist der Takedown-Versuch. Gut abgewehrt von Schubert. Oh, schöner Haken. Und Habert versucht es hier wirklich biegen und brechen und holt sich den Takedown. Und das wird belohnt. Kann er ihn halten? Das ist die Frage. Oder kommt Schubert wieder nach oben? Schubert kommt wieder nach oben, musste zwar ein Knie kassieren. Oh, schönes Ground and Pound. Harte Hände jetzt hier von Dresden und die Halle kocht hier. Oh, da, starkes Ground and Pound. Starkes Ground and Pound. Habert geht zu einem Healung. Muss auf das Bein aufpassen hier. Schubert steht stabil auf dem rechten Bein. Das scheint keine Kniehebelgefahr zu sein. Aber er muss hier aufpassen. Habert ist hier nicht ehrgeizig genug. Jetzt ist er drin, jetzt ist er drin. Die Ferse ist gepackt. Schubert muss versuchen, die Fußsohle auf dem Boden zu lassen. Und währenddessen sehr spannende Situation. Ich meine, Schubert kann hier fast ungebremst hineinschlagen. Und Habert hat aber auch hier wiederum die Möglichkeit, lässt jetzt los. Den Kniehebel zu holen. Oh, harte sehr Treffer, spannende Situation. Das ist jetzt der vierte, fünfte harte Treffer hier von Schubert. Und da geht Habert in die Turtle-Position. Das ist in der Regel schon mal ein Anzeichen vom Anfang, vom Ende. 3,5 Minuten noch auf der Uhr, jede Menge Zeit. Schubert hier in Top-Position, Side-Control. Schubert macht das sehr gut. Habert blutet stark aus der Nase. Das erschwert natürlich auch ein bisschen die Atmung. Starke Runde bisher für Schubert. Der muss aufpassen, dass er keine Ellbogen jetzt zum Kopf verteilt. Da war schon mal was in der ersten Runde. Ellbogen hier nicht erlaubt, im Gegensatz zu vielen anderen Organisationen, wie der UFC zum Beispiel. Aufgrund der Cut-Gefahr hat man sich hier entschlossen, die nicht zu erlauben. Aber ja, es gibt noch jede Menge andere Techniken, die Schubert hier anbringen kann. Scheint da zu versuchen, den linken Arm zu isolieren. Aber Habert hat da die Lücke genutzt, versucht wieder aufzustehen. Habert also hin und her hoch. Hier in diesem Duell. Habert kommt wieder hoch und klammert die Beine, wirft Schubert jetzt selber. Und jetzt ist er in einer schlechten Position. Und Habert hier in der Halfguard. Jetzt muss er schauen. Steigt in die Mount. Stark. Sollte sich vom Käfig wegbewegen. Schubert dreht sich raus. Oh, stark. Der gibt nichts her hier. Der gibt nichts her. Also die Halle quittiert das hier mit tosendem Applaus. Habert geht hier auf dem Zahnfleisch. Versucht hier nochmal alles zu mobilisieren. Gibt nicht auf. Und geht hier auf einen Kimura-Versuch. Ah, hat den zu früh losgelassen. Schubert ist jetzt hier in der großen Top-Position, muss auf sein linkes Bein aufpassen. Habert hat das gesehen. Habert sieht, dass das linke Bein zwischen seinen Beinen ist. Das linke Bein von Schubert, verzeihung. 1:40, jetzt wird es ein richtiger, richtig, richtig mieser Dogfight. Ja, und Schubert will natürlich hier den Sack zumachen. Er will natürlich noch einen Finish haben hier vor heimischem Publikum. Hat den Rücken. Versucht damit Ground and Pound zu arbeiten.
Bislang noch gut gesperrt von Habert, aber da regnen die Fäuste. Aber Habert ist schon wieder auf den Beinen. Bringt Schubert wieder zu Boden. Nein, umgedreht. Habert wird zu Boden gebracht. Verzeihung, das habe ich jetzt falsch gesehen hier aus dieser Position. Und Schubert jetzt wieder in der Side-Control. Wieder dominante Position. Eine Minute noch vor Schluss. Das lässt er sich doch jetzt nicht mehr nehmen hier, Sascha. Schubert ist hier wirklich in einer sehr komfortablen Position. Habert ist ausgelaugt. Er zeigt Kämpferherz. Das gefällt mir. Das ist wirklich ein sehr unterhaltsamer Kampf. Und jetzt kommt er nochmal nach oben. Sit-out nach links. Sit-out nach links. Wenn er jetzt eine Drehbewegung nach links machen würde, könnte er nochmal versuchen, den Kampf zu drehen. Aber Schubert macht das sehr klug. Greift hier das Handgelenk, das rechte Handgelenk seines Gegners. Lässt das Gewicht arbeiten. Lässt sich Zeit hier. Er weiß, er hat den Kampf gewonnen. Gibt es nochmal ein paar Treffer zum Körper mit auf dem Weg. Wenn Habert jetzt den Kampf noch irgendwie gewinnen will, dann muss er mobilisieren, was er noch hatte an seinem Benzintank. Ja, aber da ist nicht mehr viel drin, wird wirklich sehr, sehr erschöpft hier der Mann vom Combat Club. Man sieht es am Gesicht. Lässt sich auf den Rücken fallen. Großes Kämpferherz, er ist jetzt auch hier in der Ecke. Schubert steigt in die Mount. Schubert hört 10 Sekunden. Jetzt lässt er nochmal vielleicht was runterregnen. In der dominanten Position. Aber den Kampf hat er gewonnen, das weiß er jetzt auch schon. Er spürt wahrscheinlich schon so das Kribbeln im Magen. Okay, ich habe gewonnen hier. Ende der zweiten Runde. Ende des Kampfes. Also der erste Sieg hier für den Dresdner Lokalmatador. Beide Kämpfer erschöpft am Ende ihrer Kräfte. Was für ein Kampf. Guter Kampf, ja. Und Schubert hatte immer in den entscheidenden Situationen das Oberwasser. Er war im Striking war besser, er hat die Takedowns gut verteidigt. Er ist hochgekommen. Hier, das sind die Momente, in denen Schubert dann einfach gezeigt hat, dass er es mehr wollte als Habert. Das ist auch das, was er vorhin im Interview angekündigt hat. Er weiß, dass er es mehr will, er weiß, dass er der Bessere ist. Und das hat er hier eigentlich sehr oft bewiesen gehabt. Und deswegen verdientermaßen kriegt und muss er auch den Sieg hier bekommen. Respekt an Habert, das war ein Duell auf Augenhöhe. Standing Ovations hier in der Halle, zurecht für diese beiden Kämpfer, die für mich bislang den Kampf des Abends hingelegt haben. Und es gab einige Spannungen. Das war der Kampf des Abends, ja, definitiv. Schubert kann sich freuen, dass er derjenige war, meine der das Siege war. Meine Damen und Herren, das offizielle Urteil. Das Publikum hat nach auf jeden Fall gewonnen. Nach zwei Runden ausgezeichnet im MMA waren die Judges sich einig. Mit 13-0 Richterstimmen geht der Sieg in die blaue Ecke zu Deutsch. Er bleibt in Dresden, Martin Schubert. Gratulation, starker Kämpfer. Harter Kämpfer, nichtsdestotrotz hochverdienter Sieg.